Ich forderte etwas. Vielleicht war es der Sinn des Lebens. Ich ging mit Bernhard durch das Tal des Leidens auf dem Weg zum Berg der Erkenntnis. Wir mussten uns treffen. Es war Gottes Wille. Liebe Sophie, ich suche dich schon viele Jahre. Ich möchte nichts, nur wissen, dass es dir gut geht. Und du hilfst mir, jemanden zu finden. Ich kletterte Nacht für Nacht auf ihn hoch, zusammen mit dem Mann vom Müllplatz. So sollen ihre Träume, genau wie meine, an einem seidenen Faden hängen, wegen einer einzigen Frage. Hinter dir kommt die Oma, sie werden dir kein Glück bringen. Aus den Händen des Schicksals und dem Willen Gottes. Mama. Wieso ist es so, dass sich Leute, die sich anfangs fremd waren, nach flüchtiger Bekanntschaft etwas geben? Ein paar Sachen. Ein Lächeln. Nichts. Flüchtige Gefühle. Hallo! Leere. Liebe. Kamal. Nimm mich nach Hause. Walter! Verdeckte oder offene Feindschaft? Schmerz. Das ist ein Sekretär. Und wissen Sie was, Genosse? Die Leute lieben ihn. Ich fürchte, ich werde es nie zu Ende schreiben. Ich bin verheiratet, Bernhard. Die ganze Zeit. Geh weiter. Geh weiter. Bist du verrückt? Ich gehe nicht. Du musst weitergehen. Mir sind so viele Jahre in meinem Leben entgangen. Ich kann es mir einfach nicht mehr leisten. Hab nur noch einen Tag davon zu versagen. Das Leben ist voller Ironie. Das probiert immer aus, wie viel wir tragen können. Und weit von zu Hause entdecke ich, dass ich Jude bin. Ja, ich denke, ich werde Kinder haben. Ich habe Sophia gefunden. Aber eines von ihnen wird deinen Namen tragen. Vielen Dank dafür, dass du da bist. Und versprich mir, vorsichtig zu sein, wenn du einmal herauskommst. Lass mich wissen, dass es dir gut geht. Versprich es mir. Und ich werde dich in Ruhe lassen.